Willkommen zurück zu Let's Play Call of the World at War zum Mods. In der letzten Folge hatten wir uns Bloody Room und wollen uns jetzt hier Covern nutzen. An Covern. Boah, ich bin schon ganz ballerballer. Ich wahrscheinlich schon später. Wir haben 10:30 Uhr am 2. Mai. Und ich muss jetzt noch eine Folge für morgen aufnehmen, also Freitag. Das, wenn ihr die hier seht, dann ist bereits gelaufen, und zwar liegt es daran, da ich morgen weg muss den ganzen Tag, und da habe ich keine Zeit, früh genug alles zu machen, und das mache ich immer früh, und dann hochladen. Aber da ich nicht kann, muss ich es leider so machen. So, Mod habe ich schon reingehauen. Das ist dann Map, Nazi, Zombie, Kavan. So. Ne? Nazi. Zombie. Okay. Ach. Genau, das funktioniert. Bam. Also, geht doch. Ja, was meine anderen Projekte betrifft, wie, Brazen Arms und Rival Turf, das muss noch ein bisschen auf sich dauern lassen. Das dauert noch ein bisschen, bis das, wieder online kommt. Weil ich da immer noch Probleme habe. Und, wir machen jetzt einfach einen Kraft-Notch auf uns. So. Das kann ich mal mir geben, hier. So. Aber das wusste ich jetzt noch. Ich hatte mir jetzt eben mal kurz gespielt. Um zu gucken, auch mit Aufnahmen und so. Weil ich nochmal einiges mal installieren musste. Aber nur so weit, habe ich noch nicht gespielt. Haupt nicht. Und wir haben zwei Türen. Eine für 57. Eine für 2000. Wo ist ja mehr auf die 2000er Tür? Weil da ist doch meist immer wertvolleres hinter, oder? So, dann muss ich da oben noch ein Tick lauter machen. Sonst höre ich irgendwie nichts. It's raining brains around here. Nein, zu laut. So. Ja, genau. Ja, also die Projekte dauern noch ein bisschen. Finde ich vielleicht nächsten Ende des Monats am Lauf kriege wieder. Und da brauche ich halt. Da die Soundeinstellung nicht so gut bearbeiten kann, arbeite ich mit Camtasia. Da ich, damit ich da meinen eigenen Sound, was ich gerede, ein bisschen höher regeln kann. Und, ja, ich habe jetzt die 30 Tage kostenlose Version gehabt und die ist jetzt abgelaufen. Und ich muss halt jetzt noch ein bisschen sparen, bis mein Gehalt drauf kommt, bis ich mir dann die, dass ich mir an die, kostenpflichtige Version kaufen kann. Und ja, dauert jetzt noch ein bisschen. Also, ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Mai-Feiertag. Ich schätze auf jeden Fall, denn ich habe die eine Folge noch aufgenommen und, an einem Morgen, also gestern Morgen, am 1. Bevor ich noch so hier runter und irgendwo, bevor dann wieder zu früh shoppen ging. Und ja, war auch gut, weil das hat wieder so, dann habe ich 6 Uhr abends noch mal zu shoppen gemacht. Also die Reste also getrunken zu haben, Reste noch im Grill geschmissen. War ganz lustig. Sowieso jetzt auch hier meinen Flanken aufpassen. Jetzt sehr viel mit Feiertagen. Jetzt hatten wir Mai. Nächste Woche ist Kristallfahrt, Vatertag. Jetzt wieder schön angeln, ganz Wochenende. Aha. Wenn es zwischenkommt, heißt es. Wenn nicht, kann auch sein, dass wir einen Tag nur gehen. Auch wenn viele nicht so mit Angeln haben, ich mag es gern. Wir gehen zwar immer nur an Weiher angeln, aber es wird immer wieder geil.
Den hat bestimmt immer zu bedeuten. Und ja. Was macht ihr denn sonst am Vatertag? War das ein Fahrrad oder was macht ihr? Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, würde mich mal interessieren, was andere Leute am Vatertag machen. Und darauf das Wochenende ist auch schon eine Sofferei angesagt, weil da ist im Nachbarort ist Pfingsten und also generell Feiertag Pfingsten und da ist halt Kirmes. Ist auch wieder Sauflage gegeben. Ich muss die Fahne unten danach machen, das aber ganz doofe Idee. Ganz, ganz doofe Idee war das jetzt. Hell yeah, that was sweet! So, die Runde haben wir überstanden. Oder schon ohne 5. Bombe. Schon halt nur durch. Also, die erwarten. Auf jeden Fall ist es auch hier jede Menge Saufgelagere. Granaten, Thompson. Die sind noch neu. Und Raygun. Und das sieht ein bisschen zu offensichtlich aus für eine Falle. Ich glaube, genau, ihr wollt. Das ist aber wirklich zu offensichtlich so gesehen, oder? Klappwald hier, sonst irgendwas. Naja. Okay, hier mal Strom einschalten. Hey, need a clean up on aisle 4. Wo kommt man hier hin? Kiste, auch schön. Ah, machen wir es auch noch. Ah, den lässt auch mal schön zu, den Raum. Denn, so wie ich das sehe, können wir dazu nutzen, da können wir uns nämlich hier keine Pflanze fahren. Dann kann er ja durchkommen, also. Da ist auch keine Pflanze. So, wir werden jetzt mal die Günsterstunde nutzen. Um Schlacke noch zu sollen. Dann haben wir eine Pflanze. Mal sehen, wo man hinkommt. Ich mach Schlacke noch. Wir sind stellenweise Arsch, ist Arsch, tot Arsch, komisch, immer nur. Die Backe ist auch, komm, die Waum. Aber so, mal hier, komm. Bring it on! Ah, hier, komm, hier. Ganz schon einfach 40. Ja, bleib mal hier bei der Bewaffnung. Komm, und Typ 900. Typ 100. Ja, mal gucken, dass mal ein paar Kisten und schönes Maschinengewehr in den Baum nehmen oder dann geht's doch auf die Sorgen. Sitz, Mutti, Sitz. So, dann lass nachladen. So. Much appreciated. Was hat das jetzt zu bedeuten? Ich meine, ich hab eben richtig fast gesehen, über dem einen drei Lämpchen, ja. Drei Lämpchen, drei Dinger, also dürfte das. Dürfen wir jetzt gleich damit das Ding abholen können, theoretisch eigentlich, wenn ich richtig entsinne. Wenn ich richtig kombiniere. So. Können wir noch Bowie-Messer kaufen? Ah, dann können wir ein bisschen über Öl, je nachdem auch noch, kann ich platt machen mit einem Mie. Aber da habe ich erstmal keinen Bock drauf. Das ist echt super geil. Wow. Don't mess with a Marine. Ach, KIA, Maggot Sack. Yeah. Not even close, freak bag. Hi, I'm Dempsey. And you are dead. Stirb doch. Ja. Chew on that, Maggot Sack. Auch gut. Heilige Scheiße. Did just pop clean off. Ja, ja, wenn ich kann, muss ich mir auch endlich mal original kaufen. Ich weiß. Ich bin immer so glücklich, aber ich hab halt immer das Geld nicht dafür. Ich muss auch diesmal aus
geil wach, dann denke ich mal, hab ich endlich zusammen. Ich weiß, der kostet zwar nicht viel, aber trotzdem. So. So, wieder offen. Schön. Can't do my job if I ain't packing heat. This is exactly what I needed. Ein schönes Spielzeug. So, ich habe auch ein großes Bett gesehen, oder? Ja. Immer kann ich nach hier runter. Hier vorne Verteidigungslinie machen. Man muss sich das vorstellen, wenn wir uns knacken, werden wir uns einfach hinten fahren, zurückfallen lassen. Da geschenkt mal. Wir waren Helden, Mel Gibson. Um die erste große Schlacht des Vietnamkrieges ging. In Mai Tai Tal. Was ist das scheiß Tal nochmal? Ach, wenn man so ein Tal war. Wenn die Japaner. Ja, toll. Wo dann die, Amerikaner mit dem ersten richtig, Herzhammer verwickelt werden. Und hat alles auf einer wahren Begebenheit, die wirklich war. Boah, wieso? Kann ich nicht so durchwerfen? Ich denke, ich kann ich jetzt noch was. Like shooting Krauts in a barrel. Ooh, fucking raw, motherfuckers! Ja, aber ich will es trotzdem machen. Good target practice. Ich glaube, mehr Verteidigung ist die Nummer machen. Hey, someone needs to clean up those freak bits. So. Ach, jetzt haben wir da. So, das war auf jeden Fall meine erste Verteidigungslinie. Alpha. Und hier hinten machen wir uns auf jeden Fall. Und eine. Shouldn't these guys be on a leash? That's what I'm talking about! So. Das Linie Charlie. Oh, was hat das Ding für den Rotstich hier, ey? Was spawnen alle hinten? Ja klar, zuerst einmal, sonst noch Probleme. Musik. Er ist noch nicht sicher mit der Falle da. Wir werden auf jeden Fall noch mal ausprobieren, wenn wir die Runden abgehauen haben. Werden wir auch vorher noch Juggernaut kaufen. Wow. Muss man so erschrecken, die doofe Kuh. Wir werden mal gucken, ob wir da wirklich die Kohle fallen. Oh yeah, bring it, motherfuckers! Das. So, was haben wir hier? Was haben wir hier? Checkpoint Charlie. Ne, das. Da hinten ist Linie Charlie. Jetzt machen wir hier noch Linie Bravo. So, gibt's den Matic drauf und dann hier erstmal noch. Ich schon brüllen eine Panzerfaust, ganz nichts anfangen aus sich selbst in die Luft zu jagen. Ich muss erstmal raus. Unnötig. Unnötig, Sachen zum Verbrauch. Hurrah, Freaksack! Good target practice! Oh, ein Schuss vor Ende.
Einfluss zu einem Macht zu haben. Also immer wieder Tone wiederholen. Sobald die Load da steht, spielt dieses drauf, dann erspart ihr euch das zurück dieses Schlagwort. Das ist ja das erste Spannende. Aber da könnten wir eine längere Folge werden, glaube ich. Ich kann die Mounting aufrüsten. Na. Und ich sollte die ein bisschen versetzt setzen, glaube ich. Nicht so knallhart nebeneinander. Ein bisschen unlogisch. You meatheads are too stupid to quit. Hell yeah, that was sweet. Hey, need a clean up on aisle 4. Double points. Fucking raw, motherfuckers. Oh, great shot. Umzieht er die. Bullet to the brain. Shit. Running low on ammo. Can't touch this. Dann jetzt schnell. Munition mitlaufen. Speedcoder holen. Und dann schnell wieder zurück machen. So, schon mal. Living the fast life. That's the way I roll. Ja, ja. Don't fuck with a Marine! Ich weiß zwar nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe es auch gehört, dass in Städten so viel, damals das von wegen Mai hat Maibaum zu stecken. Das kennen die all gar nicht. Stimmt das? Die Städte unter euch. Kennen die das? Ich hab doch mal nichts, aber ich muss auch mal nicht interessieren. Scheiße. Die Maggot Horse! Fuck you up, Freakbag! Ist das überhaupt bei euch noch hier so? Ich bin drauf, zusammen am Feuer sitzen, am Maifeuer sitzen und dann spielst du schon wieder. Jetzt so wie die Deppen, da liegt irgendwas mit dem und mit diesem Sättel mit hier. Raining lead on you, pus buckets. Double points. So. Light 'em up. Oh, hat er schon Munition? Munition. Jetzt kommt Güter wieder. Und hier hat er den Güter. Ah, shit, here come the dogs. So, was brauchst du? Scheint irgendwie keinen Sinn zu machen. That's what I need. More fucking firepower. Setzt. So, jetzt gerüstet. Ja, der einmal wieder. Sitz. So, Köter da. Hat eine ganz gute Position hier. Okay, da haben wir alles. Oh, und so, das ist für den Browning und dann gibt es ja noch hier, dass man sehr viel Schuss mehr tragen kann, als wie ungepuncht. Also, trotz bewusst anstimmt, ist ja sehr gut sogar. Da war ja gerade ein kleiner Cut. Ja, ich bin auch noch mit 1000 zu gefunden, ne? Um im Land zu setzen, was ihr denn mitkriegt. Das war auf jeden Fall wieder eine lange Folge, glaube ich. Nein! Scheiße! Ihr wollt ihn nicht! Dann hätte ihr wollt! Komm, ach! Mach mal Schluss, meine Linie verstärken! Komm! So, gib's so mal, komm her! So. Nein. Oh, ist sie offen? Nein. Jetzt. Oh, ich will jetzt aber
Wäre erst mit der Thompson, dann mit der Bounty reinrotzen und dann wieder zur Toff zu wechseln. Ich würde echt wieder drum nachfragen, ob wir die Toffplatz gemacht haben. So, jetzt hat er die Toff. Mitten ins Lauf. Schon wieder. I don't think it was using that anyway. Mann, ich hab den Namen gehört, wie angesprochen, um die Hose zu lernen. Den. Warum wie hieß? So. So. Dann ist ja gefolgt. Thompson, der Thompson reinrotzen. Ne, halt nicht Thompson. Gibt's vom Markt, wie sieht er jetzt? Rotzen wir jetzt mal so lange da rein. Bis, da einige hintereinander stehen. Ja, mal genug Geld, von daher passt das. Hat deine erlebt? Ach, das ist von Big Life Musik. Hallo. Get out of my way! Double point! Oh, ja, come on! Time to gut these brain bags! Falls wir einen nicht gerade tot erwischen und der uns dann nachher immer noch diesen hier machen. Hm? Man's best friend! I don't think so! Das Nachladen. Nur noch die nochmal hier verstärken. Tu mir nix. Ohne die Bären beißen nicht. Bekanntlicherweise. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Ich bin so ein großer Hunde, die ich habe. Und selbst rein. Und selbst stehen. Na. Aus. Aber. Das Frische geht eigentlich nichts. Noch nicht doch gerade schon zu hin gemacht, ja. Der dann zu weiß, also bis jetzt. Also ich kann dann so nicht sehen und nicht über Hass reagiert, passiert eigentlich gar nichts. Und vor allem, man darf nicht von den Tieren wegkommen, wenn sie auf einen zukommen, weil sonst weckt man in den der Jagdtrieb. Man hält halt nicht so einfach. Eine Wolke, so dass ich schnauze. Bin ich eine Wolke. Granate. Nein. Okay, Bowie Knife ist auf jeden Fall gegen Bowie ist gut.
So, Delay. Die nur verstärken. Eigentlich nicht. Es gibt keine Flugkraft, wir können ja verstärken. Schade. So, das hat nicht gut. Ich muss halt jetzt nicht verkommen. Letztes noch auf Basic Training. Da tun wir nur 21. Der Liege war nur 22. Gut geklappt. Ich glaube, es ist schon wieder so gut wie leer, aber naja. Ich weiß nicht, ob das bestimmt noch ein bisschen langweiliger als nur in der Wiese, aber das ist meiner Meinung nach das beste Taktik, weil ich jetzt da rumlaufe. Außerdem kommen die mir von da auch noch rein. So habe ich hier einigermaßen gut für das Flinte. Kann ich flogen. Hi, I'm Dempsey, and you are dead. Und langsam wird's nicht mehr gerade einfach. Einschritte zu machen und wir haben es ganz langsam. Das ist nicht mehr witzig. Und Bullmesser her. Ja, ja. Dempsey ist ein fucking Badass! Ausfall. Sione. Muss echt einmal Wowies kommen und dann müssten die zusammen spawnen. Linien wieder verstärken hier. Ich habe so viele Linien, die ich nicht zurückziehen kann. Ich müsste schon mal bis dahin zurückziehen, das ist ja. Ne, gestern am 1. Da kommen wir auf den Kopf rein. Am Vorarm. Der Witze. Ja, da kommst du ausgehalten. Nein! Und wieder nur Runde 21. Ah, Leute. Das war's. Und werden wir jetzt mal gerade noch schauen, was der Fall für ist. Aber ohne Juggernaut werde ich das bestimmt nicht machen. So. Dann. Mach das noch mal.
gar nicht mal eine Aufnahme. So. Power's out! Let's get turned back on! Hurrah! Ich schicke ganz Magazin rein. So. Ja, Munition. Was hat damit zu tun, wie lange man braucht für den Typen zu erledigen? Ich weiß es nicht. Mir wird wurscht sein. Ich werde jetzt ganz schnell Strom einschalten. Mal genug Punkte haben für, sagt mal schnell, für Juggernaut zu holen. Sag mal, bin ich weg. Arschloch. Weigest du dich zu sterben? Schon wieder? Ja. Was haben wir jetzt? 11 Uhr haben wir jetzt eine halbe Stunde an der Map hier gesessen. Auch nicht schlecht. So, du schreibst mich nicht auf. Nix hält mich auf. Ich bin der Rambo der Nazi-Zombies. Nee, Quatsch. Du bestimmt. Leute sind tausendmal besser als ich. Tausendmal. Ich sehe manchmal hier wie auch nach der Untoten der Runde 300 oder so irgend sonst irgendwas. Ich glaube, man muss so lange einkaufen, theoretisch. Es gibt immer wieder Videos, wo die Leute halt immer Black Ops Zombies so spielen und die Webs sind eigentlich nicht so gut. Die sind zwar schön gemacht und so, aber das Problem an denen ist, die Zombies, das ist zu leicht mit den modernen Waffen. Das ist keine Herausforderung mehr. Die Waffen, auch die Zombies sind viel stärker. Wie zum Beispiel bei den Maps, die von diese vier Standards aus der aus World of War sind, wurden ja in Black Ops implementiert. Und die Zombies wurden halt schwächer gemacht. Wo ist halt auch kein Problem, da bist du nicht zu kommen. Leichtigkeit. Was sagt hier ein ganz anderes Glas? Wir brauchen noch Skill, meiner Meinung nach. So, da machen wir eine Granate rein. Move fucking raw, motherfuckers! So. Hier haben wir die. So. Also ich denke mal, ich werde auch mal die Maps verspielen. Komm. Black Ops. Nicht Standard Maps. Weil die anderen sind hier nicht ganz so schön, aber dann überlege ich mir noch, ob ich hier noch mache. Das erste Mal hier mit dran. So. Hier auch. So. Strom an. Und hier. Ja, ich nehme mich eine Waffe. Oh, isn't that cute? Der Affe hätte er eben auch gebrauchen können. Also hat sich eigentlich mal schon mal gezeigt. Hat ein sehr, sehr schönes Spielzeug. Machen wir das mal hinten noch Zombies. Warte mal. Ich würde jetzt wirklich mal runterspringen, aber nicht ohne Schaffung noch. Aber wir schon nicht unbedingt. Was eigentlich offensichtlich da eine Falle ist. Holy shit! Just how much badass is there around here anyway? Hi, I'm Dempsey, and you are dead. Dead. Double points. Rack 'em up. Hey, need a clean up on aisle 4. I had my eyes closed that time. So, eine Runde noch. Komm her, mach dir wenig. Und nun. Boah, ich bin verschluckt. Mal sehen, was ich da mache. Ich denke mal, nur zu sicher, der Tod.
Wenn dann jetzt nochmal 10 Minuten sich dran hängen, kann er wieder. Kann so mal 10 Minuten länger dauern. Überhaupt. So, das ist nicht schwer mit den letzten Minuten. News just in! Dempsey is a fucking badass! Juice! It's like shooting krauts in a barrel! That just never gets old! I'm always in the juggernaut! Wenn's da weiter geht, hab ich ja Pech gehabt. So. Tot. Ja, da waren wir so gerade mit dem Fall ist. Okay Leute, jetzt wisst ihr was. Wir können mal diese Karte überholt abschließen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann werden wir uns nächstes Mal hier mit Christmas begnügen. Code 2 werde ich nicht spielen. Die werde ich auch rausholen, weil es eine scheiß Map ist. Eine total scheiß Map. Ansonsten habe ich echt alles nur gute Maps drin. Was ich jetzt mit so Release mache, weiß ich noch nicht. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt noch mal hoch. Wir sehen uns in der nächsten Folge.